halt zu viele Möglichkeiten haben wir nicht, ne? Kurz was probieren? Muss man das da reinbauen? Nee, muss man nicht. Okay, dann können wir das auch gleich wieder destroyen. Was ist jetzt? Okay, okay. Das Spiel ist abgestürzt. An Unreal Process has crashed. UE, also Unreal Engine 4 Valhalla. Nice. Nice, jetzt verpiss dich mal mit deinem Steam. Komm. Send and restart. Wir müssen kurz das Spiel neu starten, Freunde. Ah, ja. Gut, Freunde. Immerhin habt ihr eine Pre-Beta gemacht, ne? Immerhin habt ihr eine Pre-Beta gemacht, deswegen kann ich euch das verzeihen bei meinem Horn. Upp. ansonsten würde ich da jetzt schon etwas anders rumgranteln, muss ich sagen. Aber Pre-Beta, drücken wir mal ein Horn zu. Und lassen es über uns ergehen. Komm. Aber jetzt starte wieder. Wahrscheinlich wird uns jetzt gleich angezeigt, dass wir gestorben sind. Oh, die haben sich da ein ganz schönes... wie soll ich sagen? Es ist... ein Mammutprojekt. Es ist absolut ein Mammutprojekt, was die sich hier aufgehalst haben mit den verschiedenen Modi, mit den Grafiktools, mit allem Möglichen. Hoffentlich klappt's noch. Ich weiß nicht, ob nach der Pre-Beta erst eine Beta kommt oder dann erstmal eine Alpha. Ich habe keine Ahnung. Sollte jetzt müssen kurz die Texturen laden, nicht wundern. Wir haben unseren Stuff noch. Okay, gut. Die Bäume sind nachgewachsen, wunderbar. Das war ja auch so eine Frage, die wir uns gestellt haben. Bäume wachsen nach. Wir haben wieder ein bisschen Versorgung. Also wir haben wieder ein bisschen Flüssigkeit im Körper. Da liegt noch ein Apfel. Nice. Vielleicht wachsen die jetzt am Boden. Vielleicht hat sich das geändert. Vielleicht sind die nicht mehr an Bäumen, sondern sie wachsen aus dem Boden heraus. Das sind Erdäpfel. Oh. Erdäpfel. Aber die Bäume scheinen wirklich keine Äpfel mehr zu geben. Ich laufe jetzt schon um die Bäume herum, um zu schauen, ob irgendwas runterfällt, aber nee. Das ist aussichtslos, Freunde. Das ist komplett aussichtslos. Muss man da... Gibt es vielleicht jetzt spezielle Apfelbäume? Die sehen alle gleich aus. Ich finde es ja auch so geil, wie ganz viele Indie-Entwickler so auf diese krassen Engines zurückgreifen. Möglichst echt natürlich alles machen und so. Dann stürzen die Spiele ab. Ständig hat man verlorene Frames. Weißt du, so The Witcher auf höchster Grafikstufe spielen. Ohne Probleme schafft es der PC. Aber hier in dem Game die Shadows hochdrehen. Keine Chance. Keine Chance. Träum nicht mal davon. Ich weiß auch noch, wie ich beim Update, wo die Bären dazu kamen. Da habe ich geladen. Und dann waren da, glaube ich, 6 Bären um meine Hütte rum. 6 Stück oder so. Und jetzt war da einer und weit und breit niemand mehr. So, mir läuft leider hin und wieder ein bisschen die Nase. Da ist allergiebedingt. Auch Wikinger leiden unter Allergie. Auch in Valhalla haben wir Probleme mit Allergien. Am schlimmsten sind die, die Metallergie haben. Die sind richtig schlimm dran. Ich glaube, wir werden angegriffen, weil wir einen goldenen Apfel gefunden haben. Da... Life No Fear. It's My Life. John Bowie. Oh, Scheiße, der hat uns gehittet. Da
easy, no problem, aber leider nur ein bisschen Gold. Ja, Gold begeistert mich, um ehrlich zu sein, nicht mehr so sehr. Es wäre mal ganz geil, auf Nahrung zu treffen. Ich weiß auch nicht, ob ich mich schon wieder trauen... Da unten ist ein Bär. Ohne Fadenkreuz. Oh ja, das war ein Hit. Er war gut. Oh nein, das ist nicht dein Ernst. Boah, ich wurde weggeschlagen. Die wollen uns unsere Beute streitig machen. Er hat uns erwischt. Oh, erst den Bären. Oh Gott, der one-hittet uns weg. Natürlich. Natürlich, Alter. Ich hab's Schild sogar oben. Spinnst du? Oh mein Gott. Alter, was willst du von mir? Großzügig, wie sie dann immer mit zwei Äpfeln starten lassen. Meinen Scheiß zurück. Scheiße, wir sind gleich wieder tot. Schönes Ding. Gib mir deinen Scheiß. Ich krieg's nicht, ich darf's nicht nehmen. Und es ist dunkel. Minus 5 Grad hat's. Der Bär jetzt weg. Oh, den nehme ich doch glatt. Vielleicht sollten wir öfter absichtlich sterben, dann kriegen wir immer wieder neue Äpfel. Wir könnten ja schauen, ob man jetzt im Bett schlafen kann. Oh, vielleicht hilft das, die Kälte zu verdrängen. Dann hätte das Bett auch mal Nutzen, abgesehen davon, dass es der Spawnpunkt ist. Ist noch da? Ne, unser Lagerfeuer ist auch weg, okay. Ne. Dient weiterhin nur als äußerst sinnvollen Spawnpunkt. Nice. Es ist mir gerade so ein bisschen zu wenig. Zu wenig für das Update, das sie angekündigt haben. Ich meine jetzt auch, wenn ich hier gucke, es gibt hier nichts Neues. Abgesehen vom Lagerfeuer. Und eben hier... Zäune mit Tor. Mehr gibt's hier leider noch nicht. Ich sag jetzt mal, das ist nicht besonders viel. Dafür, dass es relativ groß angekündigt wurde. Also wir wollen natürlich... Gott, wir haben all unser Holz verloren, oder? Oh Gott, wir haben all unser Holz verloren. Schneit's jetzt. Verarsch mich.
Es schneit. Und der Flachs weht. Nee, es schneit. Stimmt, die haben Wettereffekte eigentlich. Das klingt nicht gut. Und wie sich der Schnee sammelt. So, schönes Ding. Der hat mal ein bisschen Holz dabei. Nice. Wir verlieren hier drinnen Leben. Draußen. Ist es hier besser? Nee. Wir verlieren die ganze Zeit Leben. Aber wieso denn? Ich versuche das mal kurz zu ändern. Ich versuche mal kurz vielleicht. Vielleicht hilft ja das Lagerfeuer. Ah, Komfort wird aufgeladen, okay? Und wir werden geheilt. Die Kälte. Ach, die Kälte muss abnehmen. Umso höher sie ist, umso schlecht. Okay. Okay, Freunde. Ich steige ja langsam durch mit euren neuen. Nicht Effekten. Mit euren neuen Funktionen. Ich komme ja langsam drauf. Ihr müsst ja nicht gleich schreien. Okay, aber wenn's schneit, ne, dann ist hier nicht groß. Komfort und so. Ja, dann bleiben wir kurz hier. Dann chillen wir halt kurz. Bis der Schnee sich wieder verzieht. Also man muss jetzt auch mit gewissen Wetterbedingungen klarkommen, okay? Ja doch, lass ich mir durchgehen. Gefällt mir besser als das Schwert. Und wann verzieht sich der Schnee wieder? Schaut mal, wie krass der Komfort zusammenbricht. Selbst wenn ich in meinem Haus bin. Das ist ja gut gelöst. Das heißt, ich soll jetzt hier stehen bleiben. Jetzt brenne ich. Ich soll jetzt hier stehen bleiben, bis die Tage wieder schöner werden, oder wie? Es hat minus 1 Grad, Digga. Ich stehe hier draußen. Gibt es irgendwas, was man craften könnte? Ja, Freunde, es war einmal ein einsamer Wikinger. Er wurde in einem Gebiet herausgelassen, das sich Valhalla nannte. Dort kämpfte er mit anderen Wikingerstämmen, mit Bären, mit Apfelbäumen, mit Flachssträuchern ums Überleben. Eines Tages kam ein großer Schneesturm. In seiner Weisheit setzte sich der Wikinger an ein Lagerfeuer, entfachte es und genoss die Wärme und Geborgenheit der stärkenden Flammen. Nachdem das Feuer ausging, da der Schneesturm über mehrere Stunden und Tage und Wochen ging, erfreut. Dankeschön. Es wird immer schlimmer. Alles wird voll Schnee. Sorry, Mann, ich muss los. Ich muss irgendwas machen.
Ich kann hier jetzt nicht stehen bleiben, bis alles wieder gut wird. Aber ich hoffe auch, dass wir durch mangelnden Komfort jetzt nicht so krass Leben verlieren. Momentan gar nicht, okay? Dann war es vorher wirklich die Kälte. Es hat zwar jetzt minus 4 Grad, es ist kälter als vorher, aber es ist scheißegal. Wir finden unseren Platz in Valhalla. Auch ohne Äpfel. Da unten ist ein Bär. So, mein haariger Freund. So, immer vor der fetten Attacke aufpassen, ne? Solange ihr so ein bisschen den Rückwärtsgang einlegt und währenddessen auf ihn einprügelt, kommt ihr mit dem Big Brown Bear eigentlich ganz gut klar. Mit dem Big Brown Beer. Das ist was anderes, das ist Guinness. Schön auf den Schädel einhacken, ne? Die Peter freut sich. Oh, was macht der denn? Oh, was machen die denn da? Sind es seine Leibwacht? Kann ich mehr zuschlagen. Oh, wir sind bei unserer Hütte. Es muss jeder Schlag sitzen. Okay, wir haben ihn gelegt. Und wir haben endlich Fleisch bekommen, Freunde. Wir haben Fleisch bekommen. Ein Stück Fleisch vom Bären. Ich schaue mir jetzt mal unsere Kompanen da unten an. Servus. Die sind sich noch nicht ganz sicher, was sie von der ganzen Situation halten sollen. Oh, ich liebe Beta-Spiele. Ja, Junge. Okay. Ah, er hat sogar Wunden. Nice. Guter Hit. Meint ihr, der versteckt sich absichtlich am Baum, weil er weiß, dass aufgrund der momentanen grafischen Situation es immer wieder zu Schlägen gegen den Baum kommt? Also der weiß das? Kann es sein? Und kann es sein, dass sie die Äpfel komplett abgeschafft haben? Fürs Fleisch? Ah! Möglich? So, jetzt will ich erstmals ein Stück Fleisch braten, Freunde. Light it up. Es brennt. Schneit's wieder. So. Cooked meat. Cooked meat from some kind of animal ready to eat. Okay, null Wasser. Was machen wir wegen Wasser? Jetzt wird es auch schon wieder saudunkel. Das ist ja wohl wirklich ein Kreuz. Ich höre, glaube ich, einen Bären. Ich bin mir nicht ganz sicher. Lass mich mal kurz
Na, wobei, nee. Da hinten sehe ich das andere Dorf. Das haben wir schon mal ausgeraubt und abgerissen. Abgerissen nicht, aber wir haben es ausgeraubt. Mittlerweile wird es wieder bevölkert sein. Sehr schön. So, dann lass uns mal wegen Defense gucken. Hier ein Tor. Da war doch gerade eine Möglichkeit, oder?